Bekanntlich kannst du damit mehr anfangen als ich. Wenn wir gucken, was daraus könnte ich. Ja, dafür kann man es schon gebrauchen. Oh ja, ich weiß, was als nächstes kommt. Dafür brauchen wir auch noch ein bisschen Holz. Wo ist denn diese Metal Door? Musst du mal gucken. Ich guck gerade schon. Müsste eigentlich, ja, bei Survival das vorletzte. Ja, okay. Zwei Metal Fragments. Und Ja. eine Workbench. Die braucht man dazu auch noch, okay. Ich gehe mal gucken nach Ressourcen. Ja. Stones und Wood. Ich bleib eben hier, passt auf, oder was mache ich? Ja, ich kann es denn nur öffnen, wenn, ne? Und nur ich Ja, kann's. klar. Ja, aber dann lass mich auch eben raus, dann. Ja, da war er denn. The door is locked. Ich hau sie kaputt. Ja, jetzt bin ich hier festgepackt. Warte. Jetzt. Oder so. Danke. Oh, jetzt ist ja schön hell. So, hier rauf. Hier war, glaube ich, mein Guckplatz. Der ist mir schön. Da drüben ist ein Bär. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts nachgespawnt, wenn ich das richtig sehe. Zwei Bären. Und Spiel auf der Straße. Hack ich noch ein bisschen auf den Bäumen rum. Ja, ansonsten sehe ich nicht viel. Also es gibt im Prinzip diesen Haustyp, einen Raum, wo man eine Tür anbauen kann. Und dann gibt es halt sowas, wo man mehr Optionen hat. Aber das muss man halt davon grundsätzlich anders bauen, richtig? Genau. Okay. Dann baut man diese Fundamente dafür oder sowas? Und dann kannst du darauf bauen. Ah, okay. Aber im Prinzip frisst das wahrscheinlich dann mehr Holz, ne? Sehr viel Holz. Ja, okay. Ich guck mir das kurz bei ihm an, weil das kann man ja Also aussehen. ein 250 Stack reicht da nicht. Nee. Da braucht man schon ein bisschen mehr. Das ist dann unten diese ganzen Sachen, ne? Bei Parts. Wood Pillar und Wood Foundation und sowas. Genau. Braucht man Wood Planks für. Und Wood Planks. Guck ich Und kurz. es sind Steine gespawnt. Und da unten ist Holz. Das hole ich mir mal Ich sehe schnell. die Steine auch. Ich versuche den Stein beim Bären zu kriegen, auch wenn das ein bisschen gefährlich werden könnte. Na, ich glaube, das Holz kriege ich nicht mehr. Wieso? War ja schon Spieler. Hau ihn weg. Gerade das Holz ist auch wichtig. Man kann aus dem normalen Holz die Woodplanks bauen, richtig? Da ist noch ein Spieler. Oh. Ich verzieh mich. Aber ich glaube nicht, dass der Spieler irgendeine Chance gegen mich hat. Behaupte ich jetzt mal kurz, weil ich habe eine Mütze auf. Und da ist der böse Spieler mit ganz viel Kleidung. Den lasse ich in Ruhe. Der haut gerade auf den. Wo ist mein Stein hin, den ich gesehen hatte? Seltsam. Ich habe von oben irgendwie Stein gesehen. Den sehe ich jetzt nicht mehr. Das so Also wäre. ein Spieler hat hier komplette Clothes-Klamotten schon voll. So sieht es aus. Das bist du, ne? Ja. Ja, das bin ich, das bin ich, das bin Haben wir jetzt irgendwas an Ressourcen bekommen? Ein Stein? ich. Ja, Stein habe ich jetzt bekommen. Ja. Ich gehe nochmal zurück. Das finde ich seltsam. Ich hätte gedacht, ich hätte irgendwie mehr gesehen. Das war nicht die beste Ausbeute. Da können wir noch nicht draufhauen. Diese fucking Bären müssen wir killen. Das ist, Also 4 Schuss von einem Bogen braucht er. ja, ich erinnere mich. Ja, Bär, Bär und das war mir noch ein Hirsch oder mir sowas Komisches. Weil ich den Hirsch relativ anstrengend finde. So, ich wollte eben gucken. Diese Woodplanks, Ressourcen da. 10 Wood für ein Woodplank. Und eine Foundation allein braucht schon 8. Also brauche ich 80 Holz für eine Foundation. Und da ist halt nur, das ist nur das Fundament, mehr nicht. Genau. Und dafür braucht er dann wahrscheinlich mindestens 4 Wände, wenn ich das umranden will. Das heißt, Genau. hieß also,
16 Woodplanks, weil eine Wand 4 Woodplanks braucht. Heißt also 160 Holz, Alter. Eine Wand musst du schon wegnehmen wegen der Tür. Ja, klar. Aber die Tür ist wahrscheinlich auch noch relativ teuer. Die Doorway. Der braucht auch nochmal 4. Von daher ist es, bleibt sie das gleich. Also 16 plus 8. 240 Holz dafür, dass du einen Raum dir baust, der von oben offen ist. Also kein Dach hat. Und noch keine Tür hat. Ja, bingo. Aber die kannst du halt unendlich weit bauen oder hat das eine bestimmte Größe, Maximalgröße? Ah, ich glaube, du kannst sie unendlich weit bauen. Okay. Du bist bei unserer Basis oder wo bist du? Ja, ich bin bei unserer Basis. Ich sehe da gerade einen People da rumlaufen. Dann hacke ich noch ein bisschen auf dem Baum rum, wenn ich hier gerade nichts machen kann. Und ich habe zumindest ein bisschen Ressourcen. Das geht ja mit der Axt relativ schnell. Ja. Holz mehr dran. Wie schnell spawnt das nach? Da ist ein Spieler, bist du das? Das bin ich. Oh Gott, weil du eine Maske auf hast. So. Das soll ja wohl, ich habe ja wohl schon gehört, es soll jetzt wohl eine neue Waffe geben. Okay. Weil ich habe das schon irgendwie öfters gelesen, dass jetzt hier irgendwie eine stärkere Waffe dabei sein soll. Ich habe 24 Holz. 46. Da hinten ist ein Menschenhaufen. Wo? Wenn du von unserer Basis aus guckst, links, geradeaus, rechts? Ich glaube geradeaus. Ich gehe nochmal ein bisschen höher. Die Gefahr, dass hier noch irgendwelche anderen Spieler sind. Ich sehe nämlich da unten noch welche. Und hol mir noch mal ein bisschen hier was an Holz. Ja, sie greifen alle gemeinsam den Bär an. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, einer ist gestorben. Das ist schon mal gut. Für uns. Der Bär ist auch tot. Kein Holz mehr. Ich sehe da einen Spieler. Neben zwei Hütten. Oh, der ist weg. Ich renn hin. Also der hat sie ausgelockt und seine Leiche liegt da. Wo? Warte, 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 ich renn hin. Ach, da hinten, ja, ich sehe es auch. Let's do this. Der hat aber nichts. Und noch mehr Fackeln nehme ich nicht mit. Bist du das da oben? Ja, ne? Ja, das bin ich. Guck mal hier was an. Der hier gemacht. Oh, der hat sich auch gut gemacht hier. Also ich habe jetzt 32 Holz. Ah. Na? Hier ist eine Tür auf. Da steht einfach mal so eine Workbench drinne. Können wir quasi, also bräuchten wir nicht quasi keine Workbench bauen, weil wir da reinkommen. Ja, genau. Ist ein bisschen nervig, da mal hinrennen zu müssen, aber so oft müssen wir ja nun auch nicht dahin, ne? Wir müssen ja nur einmal wegen der Metal Door dahin. Ja. Würdest du denn die Metal Door... Warte mal. Gleich. Würdest du die Metal Door bauen, wo wir jetzt unsere Basis haben, oder würdest du dafür lieber mit Fundament und so weiter bauen?
Ich glaube, da wäre schon Fundament besser. Ja, ne? Kann man ein Fundament auf die alte Wohnung draufbauen? Nein. Schade. Nicht, dass ich wüsste. Auf diese Art und Weise Holz zu holen, verbrennt ziemlich viel Energie. Dementsprechend schöne Hähnchenbrüste. Komm Gott. Der Rustgott mögt uns nicht. Komm wieder langsam zurück. Sachen zum draufschlagen. Deine Schritte? Ja, es könnte sein. Hallo. Ja. Das Flugzeug müsste auch gleich kommen. Es wäre lustig gewesen, wenn es genau in dem Moment gekommen wäre, wo du es gesagt hättest. Da drüben sind zwei Spieler. Ja. Aber die sehen relativ nackt aus, oder? Ja. Das würde ich auch sagen. Die kommen auf uns zu. Noch immer. Ich glaube mal, die haben was an. Die haben doch Klamotten an, ne? Ja. Boah, Schuss! Weg, Schuss. Weg. Fuck. Bin in den falschen Eingang gegangen. Ich komm ran. Wir müssen das Feuer schnell ausmachen. Mach's aus. Da ist einer mit komplett Klamotten. Okay, Feuer ist aus. Da war gerade einer mit komplett Klamotten, der ist von unserer Lager quasi weggelaufen. Komm rein. Ja. Bin drin. Jetzt nicht bewegen. Nicht mal drehen. Kann man einen erschießen durch das Holz durch? Nein, ne? Nee. Ich glaube, wir haben nicht genug Holz, um die Tür lang genug zu reparieren. Man kann die reparieren? Nee, man kann die reparieren. Okay. Wie sieht's aus mit der Metalltür? Ah, da brauchen wir die Workbench, ne? Ah. Dafür brauchen wir auch, glaube ich, Metall zum Reparieren. Ja, aber die kriegen die doch nicht kaputt, oder? Da brauchen sie ein bisschen länger. Brauchen sie Explosives. Okay. Oh. Ah. 174 Metallfragmente. Bau dir eine Handpistole oder wie hieß das andere Ding? Ja, eine Pistole. Das wäre eine Idee. Wie hieß das Ding noch? 9mm Pistole? Nee, ich meinte das andere, das die Handcannon. Handcannon, ja, da müsste ich aber, glaube ich, die 9mm Pistole ist dann, glaube ich, da schon ein bisschen besser. Low Quality Metal. Das macht man wahrscheinlich aus den Metal Fragments, ne? Ja, dann kostet auch wieder, ne? Das müssen wir mal gucken. 15 Fragmente ergeben ein Low Quality. Und die 9mm. Braucht 5 davon, also 50. Ich habe Munition für die 556 und für die Shotgun. Also 4 Shotgun Shells, die habe ich vorhin gefunden. 3 Schuss von dem anderen, 4 Shotgun Shells.
Aber das bringt uns nichts, ne? Ich mach mir lieber die Pipe Shotgun. Ja. Die, mit der habe ich gute Erfahrung und so. Okay. Vielleicht nur einen Schuss, aber gut, das sind. Stones und Gunpowder. Gunpowder geht aus Kohle und Schwefel. Kann ich mir jetzt hier nicht craften? Ja, weil gerade leck war. Immer noch nicht craften. Hier auch. Okay, das geht auch wieder. Ja. Workbench? Brauchst du eine Workbench? Haben wir jetzt Zeug für eine Workbench? Guck ich jetzt mal nach. Ich guck auch. Ja, haben wir. Stones, 8 Stones. Haben wir. Ich brauche noch ein bisschen Holz von dir. Ja, kriegst du. Bitteschön. Ja, 3. Jetzt kann ich craften. Ich kann durch deinen Arm sehen, das ist eklig. Ja, und ich kann durch deinen Kopf sehen. Da ist ja nichts drinne. Ja. Wem wundert es? So viele Sachen, die es zu bauen gibt. Und es gibt ja noch Blueprints. Also du hast diesen Butch Shelter gebaut, ne? Das war das, wo wir jetzt hier gerade drin sind im Prinzip, okay. Was willst du jetzt bauen? Ah, Workbench, okay. Gunpowder. Wieso kann ich denn Gunpowder craften? Ich hab doch das, was ich brauch. Muss da rein. Lol. Ah, ach so, ich habe mich nämlich vorhin schon gewundert, wo meine neuen Eisenerze gewesen sind. Na? Das war Sulfur. Bitte? Na, ich habe gerade einen Bug entdeckt. Okay. Anstatt Eisenerz war da Sulfur. Okay, das ist komisch. Da hast du 7er Fleisch drin, das kannst du dir ruhig rausnehmen, ne? Aus der kleinen Feuerstelle. Ich hab noch 5 dabei. So. Bevor es dunkel ist. Willst du mal die Tür offen machen? Und ich versuche mal kurz. Ja, kannst du wieder zumachen. Ich werde nur kurz mal gucken, ob hier irgendwas gespawnt ist oder ob die Typen da mal noch rumlaufen. Ich sehe Spieler oder Tiere. Ich bin so klein. Keine Ressourcen gespawnt. Und ich sehe auf weit und breit keinen. Da ist nur ein Bär, aber ansonsten ist da gar nichts. Doch, da oben ist irgendwas. Oder? Kommst du voran? Ja. Was machst du Feines? Was Schönes habe ich jetzt gemacht. Er sagt, was Schönes hat er gemacht. Wo bist du denn? Ich bin auf meinem Ausguck. Dann wüsste ich, wo der ist. Ja, wenn du nach unten läufst, dann siehst du das.
Warte. Hallo? Hm? Ja, da hier nach oben gucken, hier bin ich. Warte. Hm? Hallo. Oh mein Gott. Ich hab eine Waffe. Dann lass uns den Bären jagen. Gut, das wird auf jeden Fall ein Erfolg. Wie viel Schuss hast du? Ich hab genau 13 Schuss. Das ist gut. Ich hätte es mir weniger gerechnet. Da sind zwei People. Beim Bären. Die holen sich den Bären. Ich glaube, der spawnt. Bam. Schusswaffe. Pistole, ne? Da würde ich jetzt auch mal vermuten. Was kannst du das raushören, ob das eine Handcannon ist oder eine 9mm Pistole? Von der Schussfrequenz müsste es eine 9mm Pistole sein, oder? Auch vom Sound her. Handcannon hat nur einen Schuss. Und die macht doch mehr Wumms, ne? Ja. Was hast du jetzt Schönes? Eine Pipe Shotgun oder wie heißt die? Ja. Eine Pipe Shotgun. Ja, das sind die beiden Mokels, ey. Ich glaube, die werden wir noch guten Nachbarschaftsstreit kriegen. Apropos Nachbarschaftsstreit, komm mal mit. Ja, ich komm mal mit. Wir gucken uns mal jetzt. Da ist auch noch ein Furnace. Ein bisschen gebuggt, aber. Sie haben ihre Türen aufgelassen. Achso, Schutzmaßnahme. Sie nehmen alles mit, aber lassen ihre Türen auf. Dann haut sie doch niemand ihre Tür ein, ne? Wo bist du jetzt hin? Noch weiter nach links? Ach, da bist du. Okay, ich seh dich. Ich guck gerade, ob hier irgendwo noch so eine Shelter steht. Das hätte ich jetzt mal gedacht. Den suchen wir uns aus und dann schlagen wir die Tür ein. Ich glaube, ich habe gerade eine gefunden. Jo. Oh. Das ist schon eine etwas größere Basis. Ja. Aber mit Eisentür. Ja, Eisentür können wir nicht durchbrechen. Siehste. Auch da eine Eisentür. Aber, guck mal. Die ist von hinten offen. Da ist gar nichts drin. Krieg ich Schaden an den Pieksern? Ja, da kriegst du gewaltig Schaden. Okay, dann lasse ich das. Also, die sind auch zum Schutz da, dass du da in der Nähe nichts bauen kannst. Ah, okay. Aber was man machen kann, ist auf die Shelter selbst einschlagen. Geht das? Das dauert aber halt sehr lange. Weithauen. Liegt sogar einer drin, also. Das geht wirklich? Das geht wirklich. Ich kann das sogar jetzt mal nachprüfen mit Holz. Inwiefern mit Holz? Ah, ich glaube, ich kann die nicht reparieren, weil sie mir nicht gehört. Sonst hätte ich das mal nachweisen können. Na, hauen wir da mal lange drauf. Zeug. Und ja, ich seh's. Ah, es hat gegenüber diesen Berg gehabt. Ja, lassen wir. Sicher. Also ich weiß, dass sie, glaube ich, 1600 Leben hat und eine Holztür hat nur 500. Aber ich glaube, wir können es auch erstmal lassen. Also. Ja, ich glaube, das bringt nicht so viel. Ja, das wollte ich auch kriegen, ob man die kaputt hauen kann. Ja, aber dann kriegst du Schaden. Ah! Sag das doch. Kaputt hauen willst, haben wir gerade gemerkt.
Ja, dann lass es wieder zurück, oder? Ja, Zug. Haben wir noch irgendwas Schönes an Ressourcen, was wir jetzt noch verarbeiten können? Oder hast du jetzt gerade das Beste rausgeholt? Also ich glaube, das Beste habe ich gerade hier mit rausgeholt. Wir haben kein Metall mehr übrig oder so? Doch, Metall haben wir noch übrig. Aber nicht genug für eine Tür, richtig? Rückzug! Wieso? Ist da einer? Da stehen Männer mit Kleidung und so. Schieß sie weg! Die waren voll bewaffnet. Ja, okay, warte doch. Ah! Es hat geknackt. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hier, links, 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 hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Und die waren an unserer Behausung, oder was? Nee, die standen da, die hatten ihre Behausung da. Hier von oben lang. Hm. Ja. Mal gucken, haben wir noch was im Ofen? Na, könnte man noch was wegschmelzen. Ach, du bist schon wieder bei uns in der Hütte oder was? Ja. Du bist ein Clown. Ah, ich habe ja noch Holz dabei. Lass mich da durch. Ich komme hier lang. Ich weiß das doch. Kommst du? Ich komme gleich. Wow, was habe ich hier denn gefunden? Mehrere Hütten. Also, ich hätte hier anzubieten eine Hütte mit zwei Räumen, also zwei Foundations im Prinzip, oder drei sogar, mit zwei Furnaces, einer Workbench, einer Kiste, einem Feuerplatz und einer noch einer Kiste. Es fehlt nur ein Doorway mit einer Tür. Aber von der einen Seite ist er offen. Das Problem ist, das Ding ist komplett oben. Aber es ist echt gut ausgestattet. Ja, dann nehmen wir uns das doch, oder nicht? Würde ich auch sagen. Ja, wenn wir uns ein Doorway bauen können und noch eine Tür dazu. Hm, ein bisschen Holz brauchen wir noch. Ja. Gut. Ich gehe dann nochmal nach Ressourcen suchen. Ich komme mit. Hier ist der Eingang, den kann ich mir merken. Muss nur die Frage, wie man da komplett runterkommt. Sonst. Ran vorbei. Da sind die Stacheldinger. Also bei den Stacheldingern einfach noch höher, wo wir eben waren. Hm. Das ist mir relativ. Also das ist mir fast schon zu weit weg, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken. Ah. Ah. Erst einmal was, weil ich nicht so viel Leben habe. Ach, das ist ein Stein und das ist ein Bär, Junge. Sind da Ressourcen gespawnt? Ja, und hier ist ein Schwein. Ein Schwein. Nein, ich will jetzt hier nicht gefangen sein. Nee, bin ich nicht. Ah, so. Ist das ein Baum oder ist das ein Spieler? Ich sehe einen von den Klamottenspielern. Wo? Du siehst die. Bei der. Links ist ja bei uns die Festung. Die etwas größere. Und dahinter sind die Häuser. Ah. Ja, ja. Jetzt läuft er auf dich zu, glaube ich. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin beim Stein. Wo ist der Stein? Da läuft ein Spieler mit, mit Vollkleidung. Ich nehme mal die Pipe-Shotgun in der Hand.
Ein weiter. Noch ein weiter. Oh, shit. Der kommt ja irgendwie zu, der wird mich so wegballern. Ach, der da. Sehen. Ja, kannst du ihn wegballern? Kannst versuchen mit meiner Pipe-Shotgun nah genug ran. Kommst du gerade von... Lauf ich auf dich zu? Ich bin hinter so einer Hütte. Ja, sehe ich. Ach so, das bist du. Ich bin das. Er läuft da hinten lang. Der wird gleich so schießen. Oder nicht? Seltsam. Hat er da seine Hütte? Ach, verfolgen. Wie seltsam. Ich mache jetzt hier mal einen Cliffhanger quasi und drücke einmal kurz auf Pause, mache aber gleich weiter. Also bis gleich quasi. Bis gleich.